Das ist die Spitzenklasse von Karthago. Ja, diesmal erstmalig auf Mercedes-Benz Sprinter mit dem Heavy-Chassis. Und das ist eine Revolution, denn ich sag mal, ich habe jetzt einen hohen Einstieg, ich habe Doppelboden, ich habe alles drin und ich habe Mercedes-Benz. Hier ist Jackie, ich grüße dich. Ja, hallo, welkom op de beurs in Düsseldorf. Super materiaal van Mercedes op de Karthago gebouwd. We zitten hier een versie te bekijken op 5 ton 4. 5,4 ton? Ja, 5,4 ton op een dubbelas met een lengte van 9 meter. Wat ons heel veel vrijheid en heel veel woonruimte kan bieden. Ja, ich zeige das mal ganz kurz. Also, er ist unglaublich umlagert, das Fahrzeug, ja, denn auf Basis Mercedes-Benz, das ist ganz neu, Doppelachse hinten? Ja, ein Doppelass auf ein Alco-Chassis und das gibt uns eine Tonnage von 5 Tonnen 4, um zu laden. 5,4 Tonnen Tonnage. Auch das Lichtdesign, was vorne da ist, die DNA, unglaublich schick, edel. Ja, inderdaad, das sind unsere neuen Koplampen, die haben wir selbst laten ontwikkelen, das ist Full LED. Koplampen speziell für Karthago vervaardigt. Full-LED-Lampen sind eingebaut, das ist hier mit drin. Schön ist auch die Integration des Mercedes-Sterns, das heißt, ihr zeigt auch, dass es Mercedes-Benz ist, richtig? Ja, inderdaad. Menschen wollen das auch. Als man den Mercedes kann vereinfachen, zusammen mit Karthago, dann will man auch graag die Kennmerke von Fahrzeugs, zoals Mercedes, kennbar machen. Ja, das große Vorbild ist das Thema Yacht. Das heißt also, innen drin ist sowohl von den Instrumenten als auch von der Ausstattung, alles sieht aus wie in einer Luxusjacht. Ja, das klopft. Das ist ein bisschen unser Drive, wo wir vanaf kijken. Das ist auch in diesem Segment ist das auch der höchste Abwerkungsgrad, die Menschen wollen. Und man baut das hier gewoon auf ein Fahrzeug. Ja, so sieht es aus. Ja, großer Heckspiegel, das ist notwendig. Man kann eine 360-Grad-Kamera haben, wenn man will? Wir bieten es nicht an, aber es sind natürlich Firmen, die es gerne bauen. Nachrüsten, das ist ja das große Thema. Das heißt, da kann ich einmal rund ums Auto gucken. Eine kleine Besonderheit ist der Doppelboden. Aber bevor wir da hinkommen, ich zeige es mal gerade, mach mal die Tür bitte auf, Jackie. Ja, wir haben eine automatische Trittstufe, die rauskommt und ja, die erleichtert den Einstieg. Und hier ist das Chassis natürlich mit M-Book-System, das neue Bussystem von Mercedes-Benz, was es sogar gibt jetzt, habe ich gesehen, mit zweitem Display demnächst. Ja, 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 super. Mercedes, alles Möglichkeiten von Mercedes sind natürlich hier möglich, sind auch hier uitkiesbaar. Okay, das heißt, das Basisfahrzeug, das kann ich bestellen, wie ich es gerne hätte. Ja. So, dann kriege ich es von Mercedes direkt. Ich habe eine Truma Multivent mit eingebaut, ja, das besondere System. Ich mache hier warm von unten, richtig? Ja, inderdaad. Hetzelfde Konzept bei heel Karthago. De dubbele Boden wordt vollgeduwd mit warmte und die wordt dann verspreid via de aluminiumwanden von binnen. So, hier sieht man es. Hier ist auch eine Truma, hier ist auch eine Alde eingebaut hier? Ja, Alde ist Standard bei dit Type von Fahrzeugen. Die 3020 wahrscheinlich, die beliebte? Ja, die neue, ja, die klopt. De nieuwe 3020 van Alde. Met de warmtewisselaar. Die onder het rijden ervoor zorgt dat onze motorwarmte het voertuig al helemaal klaarmaken als we gaan stationeren en al verwarmd is. Ja, en dat hier is high-end, dat kan man ganz klar sagen. Ja, ja, dat is natuurlijk het beste systeem op de markt. Warmes Wasser, dat bedeutet, ik heb geen Luftzirkulation. Dat hier is het Ausgleichsgefäß, dat is mijn höchste punt. Ja, dat is dezelfde comfortwarmte die we thuis kunnen genieten van de radiators, de gelijkmatige verdeling van de warmte. Genau, en hier ziet man es off. On. Es ist sehr leicht zu bedienen. Das Display gibt es schon länger, das ist erprobt. Ja, inderdaad. Es ist gebruiksvriendelijk gebouwd. Man kann kiezen, als man op gas wil verwarmen, als man op elektriciteit wil verwarmen. Nu verwarmen we op 3 kilowatt elektriciteit. Strom. Also meistens mit 3 kW wird es bei mir ein bisschen eng, meistens auf den Campingplätzen. Aber man kann es einstellen, 1 kW, 2 kW, 3 kW. Ja, man kann kiezen, natürlich, als wir über den Winter gehen, dann kiezen wir auch natürlich die Campings mit 16 Ampere. Ja, es gibt sogar das schöne, das Thema Strom, Lithium-Ionen. Das heißt, das ist ja eine große Frage, die Leute euch immer fragen, wie geht ihr damit um? Was ist hier eingebaut im Moment? Ja, momenteel bieden wir die beste Batterie auf dem Markt an. Weil Lithium, das ist eine Super B-Batterie. Super B? Ja, das ist Nederland. Ja, das ist Nederland, das ist ein Nederlands Bedrijf, inderdaad. Ja. Ich rijd er zelf al een jaar mee rond. Ist Wahnsinn. Ich habe einen Mikrogolfofen, ich habe eine Espresso-Maschine. Allemaal auf die Super B. Geht alles damit. Ja, alles. Ich kann Kaffee kochen, ich kann einen Föhn betreiben, alles. Ja, das hele Haus. Komfort kann mehr in den Camper mit die Super B. Super B heißt die Batterie. Sie ist
der Star hier auf der Messe, weil es gibt sogar die Möglichkeit, die Super B mit einem eingebauten BMS zu bekommen. Das heißt, ich kann sie sogar austauschen, die normale Batterie. Ja, alle Super B's hebben een BMS ingebouwd. Man kan kiezen tussen de 90 en de 160 ampère batterij. Man kan ze ook helemaal via de app of via een bepaald displaytje helemaal volgen wat ze aan het doen is. Dus super materiaal. Ja. Ja, hier een schönes detail. Je hebt die klappe naar oben öffnend, normalerweise zur Seite. Gut, das kann Nachteile haben, wenn ich sehr eng stehe. Ja, inderdaad, dat klopt. Daarom hebben we ook een twee kanten een deur die open kan. Man moet een klein beetje organiseren. Genau, hat gesagt, oh, es ist auf beiden Seiten, kann man es ja öffnen, das ist nicht so schlimm. Aber jetzt zeige ich mal ein kleines Detail. 450 Kilogramm Belastbarkeit auf dem Heck, Doppelachse. Ja, dat is natuurlijk waanzin. Geen enkel beperking, de motorfietsen, alles wat in de garage past kan mee. Ja. Alles kann rein, das heißt, das Motorrad kann rein, da kann sogar ein schweres Motorrad rein, theoretisch. Gut, dann passt nicht mehr so viel rein, aber 200 Kilo Motorrad, kein Problem. Und das Heck, ich zeige es mal gerade, es gibt es einmal auf Iveco-Basis, hier auf der rechten Bar. Ja. Und hier hat man natürlich den Mercedes-Benz-Stern drauf, als i64 XL Queensbed, QB. Ja. QB, ja. Etwas andere Version diesmal? Andere Version, das Bett in der Mitte. Iets langer van voertuig, omdat man de doorgang tussen het bed moet kunnen garanderen. Boah, der macht eine gute Optik hier hinten, oder? Ja, 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 ist mooi, chic, chic. Chic, mooi afgewerkt, die Chromlijst van achter drin, veredelt het hele voertuig. Ich finde ihn wunderschön. Ja, Carthago ist auch direkt auf der Autosnellweg von sehr weit erkennen an dem neuen Achterkant. Ich sag mal, die Rückfahrkamera, die hat zwei verschiedene Positionen. Also einmal kann ich nach unten gucken, einmal nach hinten? Ja, inderdaad. Für das Parkieren kann man kiezen, nach beneden zu kijken. Und man kann es gebruiken als Achteruitkijkspiegel. Als Rückspiegel kann man es auch benutzen. Of als alles, was auf der Anhänger steht, der Auto, oder wie nicht, der Boot, was du trägt, kann man mal mehr in den Garten haben. Ja, 350 Kilogramm. Ja, das hier mit den Fahrrädern, da habt ihr euch Gedanken gemacht. Ja. Ich brauche keinen extra Halter, das ist sehr leicht einzuladen. Hier oben kann man sie festmachen. Ja, inderdaad, das ist ein System entwickelt durch Carthago selbst. Durch den CEO, Bernd Wunschak, hat das entwickelt. Ja, hat das selber gemacht? Ja, hat das selber gemacht, ja. Echt? Ja, das ist sein Prongstück und da geht er auch helemaal voor. Je moet van binnen iets ontregelen. Okay. Dit stuk gaat omhoog. Dat kan maar. Okay. Ja, men heeft dan 1,24 meter. Door het feit dat de garage uitgediept is, kunnen die fietsen makkelijk in- en uitgeladen worden. Genau. Ik zeig dat maar gerade. Also man kan dat hier oben einfach wegschieben. En dan heb ik meer plaats zum Einladen. En dan verschwinden die Fahrräder hier in einer Mulde. Wat ganz besonders is. Denn wer dat jemals kennt, also bei dieser Größe hier, ik zeig het maar gerade komplett, dan blijft man immer oben hängen. Nämlich mit den Lenkern, die oben da sind. Dat heißt, auch das Aufbau vom E-Bike und so weiter hängen, das ist genial. Ja, inderdaad, inderdaad. Bei der Konfiguration mit dem Queensbed, mit dem Middenbed, ist die Garage altijd wat lager und ist dit eine fantastische Oplossung. Richtig toll. Ja, hier sieht man die Doppelachse, ein kleines Problem in Frankreich. Die Maut ist ein bisschen teurer. Ja, inderdaad, maar de meeste mensen die met zo'n machine reizen, die nemen de route nationaal en die hebben iets meer tijd. En dan, Also hat gesagt, die meisten die damit reizen, die nehmen eh die Landstraße und die haben auch mehr Zeit, das hat gesagt. Aber die Doppelachse sieht doch scharf aus, oder? Ja, ja, super, super. Ook geweldig in het rijden. Blijft ongelooflijk strak rijden. Heeft geen enkele invloed op voorbijsteken van vrachtwagens, van vrachtwagens, van auto's. Blijft ongelooflijk stabiel. So, wir gehen gleich mal kurz rein, denn wir zeigen mal gerade das Fahrzeug von innen, dass wir das mal sehen. Und ja, nochmal Doppelbodenplatz pur, hier kann ich komplett durchladen. Ja, weer hetzelfde hier. Hier kann man dus ook weer die Skis inladen, man kann hier Surfplanken, alles kann man eigentlich von Länge kann man hier inladen. Super, ja. Wir schauen mal ganz kurz rein. Hier unten ist die automatische Trittstufe, die rausfährt. Ja. Und jetzt kann ich direkt mal sehen. Ich kann mich festhalten hier vorne. Ich habe einen riesen Handlauf. Ja, inderdaad. Weer makkelijk toegang via de elektrische instap. De halve geïntegreerde stap en het handvat aan de linkse kant. Geeft einen makkelijke Zugang in dit soort Hoch. Und Licht, was ganz wichtig ist. Ja. Also Licht, es ist einmal hier beleuchtet, es ist einmal dort beleuchtet. Hier habe ich die Heizung mit drin, die schon direkt mit eingebaut ist. Ja, omdat dat een koude brug ist, zit hier natürlich eine extra Verwärmung. Genau, da ist eine extra Wärmung für die Kältebrücken, die da sind. Denn gerade der Eingang, ich zeig mal die Aufbautür, man hat drei Punkte in der Aufbautür, die macht richtig Spaß. Ja, inderdaad, das ist ein Top-Modell, was man mit Hartal anbietet. Und es ist ein Kluis, als man die Tür dicht tut. Kotschloss möglich? Wie? Ein Kotschloss? Ja, ja. Kotschloss, falls ihr den Schlüssel nicht mitnehmen mag. Ich zeig's mal gerade. Das ist der Chic E-Line i64 XL QB. Das ist schon haute gamme, oder? Das ist ja, de 64, das geeft het Modell weer mit het endcentraal bed van achter. De XL zegt dat een lengte is van 9 meter. Ja,
186.998 Euro, ja. Das ist der Preis, wie er hier jetzt steht. Ich habe einen Mercedes-Benz Sprinter Alco Tiefrahmen DA414 CDI. Hier vorne sind nochmal die technischen Daten. Zulässiges Gesamtgewicht je nach Ausstattung 5 Tonnen bis 5,5 Tonnen. Das Trockengewicht 3,935, das heißt mindestens eine Tonne Zuladung. Ja, ja, sowieso. Ich sage, 1 Tonne hebben we hier, maximum hebben we altijd ter beschikking. Großes Kino, oder? Das heißt, eine Tonne braucht man auch, oder? Ja, inderdaad. Ein Reims stoppen und eine Champagne nicht mehr können nach Hause nehmen, das ist natürlich jammer. So, und hier haben wir es. Also wir haben es eben schon gezeigt auf Iveco-Basis. Der Innenraum ist sehr ähnlich, aber hier habe ich jetzt die perfekte Integration des Hubbeds. Ja, inderdaad. Maar ik zeg, dat is mooi geïntegreerd. De kasten, het houtwerk, de afwerking, de rondingen. Man merkt eigentlich nauwelijks dat man een bed bij heeft. Genau, hat gesagt, man merkt es gar nicht, dass es drin ist. Es ist nicht 100% hochgefahren gerade, denn hier im Messebetrieb, da fällt man schon mal rauf und runter. Wenn du mal so lieb bist, erst mal runterfährst, ist es möglich? Ja. Genau. Denn er muss nämlich einmal ganz kurz, das kennt man schon von vielen anderen, einmal die Sitze kurz einklappen. Und dann manuell muss nicht immer ein Motor drin sein, oder? So, der Fernseher muss einmal rein. Das machen wir mal. Dazu wird einmal die Stereoanlage wird angeschaltet und dann der Fernseher runtergekurbelt. Übrigens 40 Zoll. Ja, wir legen die 40 Inch TV drin. Wir kriegen hier sehr gute Sitzgruppen, können hier mit 6 Männern sitzen. Dus die TV ist angepasst. Lederabdeckung. Krass. Und jetzt zeige ich mal ein kleines Detail. Das liegt hier direkt hier oben drauf. Das heißt, da wackelt nichts, nichts. Nee, das wird auf Chassispunten befestigt. Snacks u umdrehen, das gibt keine Geräusche, wodurch andere gestört werden. Und wie in der Business Class kann ich einfach zuziehen hier oben? Ja, ein Luik von boven kunt het afschermen mit Gordijnen, eine Verlichtung und natürlich, um je GSM auf den Wecker zu setzen, die Plaza. Ja. Das hast du schön gesagt. Wenn du es nochmal auf Deutsch sagst. Ja, das wird etwas schwierig. Ist egal, komm, komm, lass uns weg. Ich hab's verstanden. So, wenn du mal so lieb bist, mach's nochmal hoch. Das ist jetzt mechanisch. Es gibt's auch elektrisch auf Wunsch? Ja, ist elektrisch, kann auch. Genau. Die Systeme sind so makkelijk gemaakt, dass sie eigentlich mechanisch. Kein Problem. Schneller. Schneller und unkomplizierter auch. So, und jetzt ist es eingehakt. Ganz stark. Und hier oben sehe ich nämlich etwas ganz Besonderes. Ich habe die Steuereinheit nämlich auch wie im Morello drin. Alte Fußbodenheizung ist mit drin, darüber haben wir schon gesprochen. Plus eine Truma-Vent, die unten dann richtig Gas gibt. Ja. So, das heißt, ich habe eine ganz tolle Stauraumdurchlüftung hier. Ja, inderdaad. Der hele Flur wird mehr verlucht, verwarmt. In de zomer ist das cool. Und in de winter kann man da lekker ein Flurverwarmungseffekt kreieren. Die Breite hier innen, wie breit ist das Fahrzeug? Alle Fuhrzeuge von Carthago sind altijd 2,27 Meter breit. 2,27 Meter? Ja, 2,27 Meter. Innen? Innen, das ist ungefähr 2,20 Meter. So, das hat einen riesen Vorteil, denn mit 2,20 Meter komme ich besser durch wie mit 2,50 Meter. Ja, das ist natürlich overal was smaller und nicht so breit. Dann ist das natürlich die Breite ein enorm Vorteil. Ja, das ist eines der gefragtesten Fahrzeuge hier auf der ganzen Messe, richtig? Ja, das ist ein von den besser verkochten Fahrzeugen, omwille von der Räume, die man anbietet. Auch die Höhe ist natürlich für jeden etwas makkelijker. So, hier vorne ist die Kaffeemaschine, das haben wir schon gezeigt. Die wird einfach hochgeschoben manuell. Das ist einfach und funktioniert, denn bei so einer kleinen Maschine brauche ich ja keinen Motor. Nee, inderdaad, inderdaad. Das kann gewoon recht omhoog, ja, das ist ein Trick. Genau. Ja, ich soll die eben tun. Es gibt einen Trick. Einfach mit etwas Schmackes. Nee, er muss über das erste Punkt gesetzt werden. Achso, der erste Punkt muss man überwinden. Und dann hat die Pumpe wegkommen, ja. Genau, wenn du es mal runter machst. Okay. Wir üben das mal. Das große Kaffeemaschinen rein, rausschieben. Ja. Das ist ein kleiner Punkt und dann geht's. Ja, voilà. Und? Oma schwer? Nee, also wenn man dann den Punkt gefunden hat, dann ist es einfach. Ich zeige mal gerade, man kann hier tanzen. Ihr habt nämlich etwas gemacht. Ihr habt einen Möbelbau gewählt, der unglaublich rund ist, sodass man sich hier reinbegeben kann und richtig Platz hat. Ja, inderdaad. Lengte von 9 Meter, dann willen wir ook graag een goede vloeroppervlakte hebben. De meeste mensen hebben een hond bij, die mag niet in de weg liggen. Dus dat kan hier allemaal perfect in. Ja, hier unten ist der Wohnraum, die Wohnraumbodenklappe. Hier kann ich ganze Bierkästen, Sprudelkästen und so weiter reinmachen und diesen Kühler wie oben. Ja, wir sagen in Belgien, dass das der Weinkelder ist. Weinkelder. Der Weinkeller. Ja, der Weinkeller, ja. Und dass da die juiste Hoeveelheden auf Temperatur können gehouden worden. Ja.
Sehr, sehr schön. Man kann ja auch ein Bett draus machen hier aus der Sitzgruppe. Ist das möglich? Da geht auch, ja. Da kann perfekt. Man kann ist das schwer, oder? Nein, aber die Tafel ist noch nicht vorgesehen, um ein Bett davon zu machen. Okay, ja. Also ist sehr, sehr einfach. Ja, man kann auch ein Notbett. Ja. Ah, okay. Das heißt, das Notbett für kleine Kinder wäre direkt kleine da. Kleine Kinder, ja, das ist direkt beschikbaar. Inderdaad, tot 1,65 meter kann man hier wel slapen. Ja, bis 1,65 meter. Also, ich zeige mal ganz kurz hier vorne ein kleines Detail. Hier ist nämlich die Ablagefläche, da ist das Schnittbrettchen, was mit drin ist. Und das kann ich einfach rausziehen und kann damit abdecken. Und das ist, nee, andersrum drücken. Ha! Das habe ich nämlich beim letzten Mal, ich habe nämlich aufgepasst. du warst nicht dabei. So, und hier habe ich einen ganz großen Kocher, aber auch nicht so was Einfaches, sondern richtig massive Roste. Ja, inderdaad. Wij willen nicht graag schoon maken. En dat moet allemaal snel schoon gemaakt worden. En de materialen zijn ook zeer toll. Snel. Ja. Ja. Hier oben habe ich große Schränke. Ja, wir gehen mal rein. Eine Besonderheit ist natürlich der neue Kühlschrank von Dometic. Den kann ich auf beiden Seiten öffnen. Einmal hier vom Wohnraum aus und einmal von der anderen Seite. Den haben wir schon oft gesehen. Ein Grill ist mit drin. Das ist die andere Seite. Ah, ich sehe schon den Tag Nummer 9. Du kannst. Ich lerne dazu. Ja, sie ist Radiomoderatorin, hat eine Ausbildung dort und studiert gerade Journalismus. Und wir gehen rum und jedes Mal auf jedem Stand andere Konzepte, andere Fahrzeuge. Also selten gleicht eins dem anderen. Ja, das stimmt. Also ich gehe immer davor noch ein bisschen rein und gucke, okay, wie geht jetzt genau nochmal die Schublade auf oder der Schrank, weil das ist immer unterschiedlich. Das ist überall unterschiedlich. Ja, hier kann ich zumachen, ich kann mich vereinzeln. Das ist wichtig, wenn ich mich mal umziehen möchte oder der Besuch kommt, dann kann ich einfach hier zuziehen. Und das ist schön gelöst. Das heißt, es klappert nicht, wenn die Fahrt zu ist, macht es klack. Nee, inderdaad. Nochmal auf und zumachen. Ich liebe das Geräusch, wenn es so satt rein, oder? Ja, das geeft natürlich ein bisschen Vertrauen, dass es nicht gaat lawaai klappern und nicht gaat lawaai machen. Ja. Ja, ganz wichtig ist das Thema Klappern. Ihr habt hier entsprechend auch Luftfeder drin, hier in dem Modell? Das kann. Ich kann dafür kiezen, um hier auf Luftfederung zu setzen. Ja. Man kann. Also jetzt im Moment noch nicht. Ja. Genau, jetzt muss man mal sagen, es ist ein Doppelachser. Der rollt sowieso schon mal ein bisschen smoother ab. Ja, es wird iets minder gedaan bei die Doppelachse, omdat die al een bepaalde extravering van achter door de wielen hebben. So, ein großer Schrank mit drin, großer Spiegel. Das haben wir eben schon mal gezeigt. Jetzt wird es sehr ähnlich mit einem kleinen Unterschied. Große Dusche. Ich gehe noch mal kurz rein. Rain Shower oben drin. Das ist das, was viele möchten. Zusätzlich habe ich noch einen Brausekopf an der Seite und hier oben Rain Shower integriert in der Luke. Das ist sehr, sehr schick. Inderdaad, das ist für die Gruppe Menschen, die etwas größer sind. Dass wir im Binnenstau ganz große Menschen. Ganz große du Menschen. Bist groß, richtig? Ja, 1,92 meter. 1,92 meter. Geh mal rein. Ich kann perfekt die Dusche hingehen. Ich kann zelfs den Boden laten liggen und ich kann genieten von einem Regendusch. Ja, 1,92 Meter. Und er passt rein. Man kann sogar noch tiefer gehen, wenn man das unten rausnimmt. Ja, das ist aber schön gemacht, ja. Unten habe ich das Nachtlicht, das Blaue. Ja, das Blaue ist das Nachtlicht für Snacks, wenn man nach Toilette muss gehen, omdat man einen Trap heeft, sodass man das kann verlichten. Ja, oben kann ich das Handtuch reinmachen, da habe ich meine Ambientebeleuchtung oben drin. So, und jetzt kommt's. Ein ganz anderes Konzept beim Bett. Das heißt, hier habe ich ein Queensbett wie im Hotel. Ja, inderdaad, ein Queensbett gleich im Hotel. Auch eine Möglichkeit bei Carthago. Die Kasten verschuiven dann links und rechts von dem Bett. Ja. Und die Kleerkast sitzt natürlich auch in der Badkammer. Genau, er hat gesagt, es gibt einen Schrank links und rechts vom Bett. Da kann ich alles aufhängen. Hanging Garment, ganz wichtig. Frauen möchten hängend haben, aber innen drin ganz anders. Ja. Hier vorne, guck mal, das geht rein, wenn du es reinschiebst. Siehst du es? Ja. Das heißt, es kommt einem entgegen. Ja, ja, inderdaad. Omdat het niet zo heel toegankelijk is, gaat de kast een beetje helpen en gaat de kleren naar u toe komen. Genau, das heißt, der kommt einem entgegen, der Kasten so ein bisschen. Hier habe ich ein großes Panoramafenster mit drin, ein 24-Zoll Fernseher, der ist auch mit drin. Ja, die kann man auch in de midden plaatsen. Man heeft de keuze. So, da vorne. De TV zit van boven. Man kann TV in der Mitte setzen, sodass man von zwei Betten das Bett in der Mitte ist. Das genau, man kann den Fernseher in die Mitte setzen, man kann es auch komplett zumachen, richtig? Ja, das kann auch. Der Vorteil ist, wenn vorne die Kinder schlafen oder... Jackie! Ja, hallo, ich bin wieder. Das Coole ist, ich kann ja vorne schlafen, wenn der Mann schnarcht. Ja, in der Tat. Die Möglichkeit ist drin natürlich. Das soll schon mal vorkommen. Da kann die Frau sich hier aufs Queensbett legen und hat ultra viel Platz. Ja, das klappt inderdaad. Ich denke auch, dass das wohl in vielen Fällen passiert, aber das ist natürlich interne Küche. Krass. Ja, und der Geruch von der Küche bleibt draußen. Hier kann ich einmal durchgucken. Platz, die Länge von dem Fahrzeug? 9 Meter.
9 Meter. 9 Meter, ja. Gut. So, wir gehen mal schnell raus. Alles haben wir gezeigt, denn die Schlange ist richtig groß hier, damit wir es nicht weiter blockieren von den Leuten. Denn es ist eines der meist nachgefragtesten Fahrzeuge von Karthago auf Basis Mercedes-Benz Sprinter. Die Krönung der Karthago Liner-Klasse. Mehr Komfort, mehr Autarkie. Das heißt, ihr habt Lithium serienmäßig, oder? Ja, nee, serienmäßig nicht. Kann voor gekozen worden. Als men het huishoudcomfort wilt gebruiken, dan kan men tot 3 Lithium-Batterien zetten en volledig onafhankelijk zijn, ja. Ja, wie hier steht, 186.998 Euro. Ja. Ich glaube, die Mehrwertsteuer in Belgien ist ein bisschen höher. 2%. 2%? Ja, 2%. Das heißt, ihr habt 21? 21%, ja. Oh, ganz schön teuer in Belgien. Ja, in Belgien ist etwas alles teuer, ja. Stimmt. So, ich mach mal komplett nochmal. Jackie, komm mal mit. Tolles Fahrzeug. Ganz ähnlich, aber doch ganz anders, denn es ist auf Basis Mercedes-Benz. Jetzt mal deine Frage, was sagen die Leute, Iveco oder Mercedes? Weil man hat die Qual der Wahl jetzt. Ja, het meeste hangt af van hetgeen wat je graag wilt trekken. Als je nog iets wilt aanhangen achter het voertuig, dan is het 3,5 ton, dan is het Iveco. Wilt men graag de Mercedes features hebben, dan kan men kiezen hier voor de Mercedes op 5,5 ton. Das ist eine Geschmackssache. Der Iveco ist ein bisschen höher, oder? Ja, der Iveco ist ein Frachtwagen-Chassis und ist ungefähr 20 cm höher. 20 cm höher. Ja, ja. Das ist aber das, was viele wollen. Die wollen ein hohes Fahrzeug, oder? Ja, ja, aber die Binnenstahlhöhe ist dasselbe für beide Fahrzeuge. Allein durch das Chassis sind wir Möglichkeiten, den Fakal-Tank zu platzen, den LPG-Tank zu platzen unter das Chassis. Also er hat gerade gesagt, der Gastank, den kann man unterbringen, ja. Man kann den Fäkaltank unterbringen. Da ist der Iveco stärker, oder? Ja, da kann nicht bei einem Mercedes oder Fiat auf Doppelass, da ist keine Räume unter das Fahrzeug. Wie ist denn die Nachfrage nach Festtank? Goh, de gastank is natuurlijk wel gegeerd. De vestank, fakalientank minder. Omdat het ook moeilijker is om waar plaatsen zijn om dat te lossen. Ja. Sehr schön. Ja, wenn man das haben möchte und man ist in Belgien, dann habt ihr ganz viele Standorte, nämlich 5 Stück. Ja, wir sind Dicker Motorhomes, wir sitzen auf 5 Plätzen. In Rückseite? Ja. Das ist Dicker Motorhomes, heißt der Laden, und ihr seid unter anderem in Luik. Ja, wir sitzen in Luik, wir sitzen in Gosselies, wir sitzen in Geel, in Vlaams gedeelte en in Drongen, in Oost-Vlaanderen. Ja. Wir haben eine enorme, ungelooflijke Keuze, an Karthago staan altijd. Dus hier... Aber die sitzen an der Grenze zu Lützeburg, doch? Ja, immer, immer. Ja. Wir liefern ein Haus. Genau. Für alle Lützeburger, die zugucken. Also Sie haben noch eine Niederlassung, die hast direkt an der Grenze Lützeburg. Und Sie schwätzen Deutsch, oder? Ja, stimmt. Ja, Sie sprechen auch Deutsch, ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist er, der Karthago. Ja, daneben ist er. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Ein Star hier auf der Messe, der i64 XL mit Queenspad. Und ja, ein ganz großer Bericht, 22 Minuten und 27 Sekunden haben wir jetzt schon, der schicke E-Line XL auf Flams und auf Deutsch. Tschüss.